Hallo Leute, heute habe ich für euch den selbstmodernen Little 59 für die Telecaster. Der Little 59 ist ein Humbucker im Single-Coil-Format für die Telecaster und im Grunde genommen haben wir es hier mit einem Pickup zu tun, der uns den typischen Puff-Sound eben auch in unserer geliebten Telecaster ohne irgendwelche Umfräsarbeiten ermöglichen soll. Der Pickup an sich besteht aus Keramikmagneten. Die Pole Pieces lassen sich übrigens alle auch einzeln einstellen, wodurch ihr den Sound noch mal ein kleines bisschen für euch anpassen könnt. Ja, des Weiteren hat er auch ein 4-Konduktor-Kabel. Das bedeutet, ihr habt verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel parallel seriell Schaltungen zu machen oder eben auch den Pickup an sich zu splitten. Ja, warum habe ich mir den Pickup eingebaut? Ich wollte ganz einfach in meiner Telecaster die Möglichkeit haben, den typischen Teletwang zu erzeugen, aber eben auch in Rocktiteln wirklich ordentlich losrocken zu können. So. Geschaltet habe ich folgendermaßen. Ich habe den Volume Potty, da habe ich einen Push-Pull Potty eingebaut und wenn ich ihn unten habe, dann ist praktisch der ganze Pickup geschaltet. Wenn ich ihn ziehe, habe ich praktisch nur einen Single Coil. Was mich bei der ganzen Sache einfach nur verwundert hat, ist, normal bin ich kein Freund von irgendwelchen Coil-Splittings, aber der Pickup klingt wirklich ziemlich ernsthaft nach Single Coil, wenn man ihn splittet. Was ich bis jetzt nicht so oft erlebt habe. Ja, der Pickup an sich kommt wie immer in der schönen selbstmodernen Verpackung straight von Santa Barbara in Kalifornien und wie immer natürlich, man bekommt natürlich eine ordentliche Beschreibung dazu, natürlich auch mit verschiedenen Möglichkeiten praktisch, wie man den Pickup gleich einbaut. Ja, und der Pickup ist einfach wie immer geil verarbeitet. Ansonsten habe ich jetzt für euch ein paar Samples zusammengestellt durch verschiedene Genres. Also ich habe ein bisschen Metal, ein bisschen Rock, Blues, dass ihr einfach mal hört, wie der Pickup in den verschiedenen Situationen klingt, wie der Pickup gesplittet klingt, wie er im vollen Humbucker-Modus klingt. Und als Amp nehme ich heute ein Marshall JCM 2000 TSL und die Effekte, die ihr eventuell hört, der Reverb und das Delay kommen vom TC Electronics Nova System. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Los geht's! We'll be right back.
Hallo Leute, ihr habt Lust, noch mehr von den Typen da zu sehen? Dann klickt einfach unten auf den Kanal-Button oder klickt noch besser auf Abonnieren. Ansonsten geht es hier zum vorherigen Video und hier zum nächsten Video. Macht's gut! Auf Wiedersehen! Tschüss!